Links parkt der Bootstransporter hinter einem VW Tiguan. Rechts steht der weiße Handwerkertransporter. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Foto 261 News. Andre van Elten, Bremen. Ein Parkplatzstreit eskalierte brutal, als ein Autofahrer, 34, seinen VW mit Bootsanhänger in der Hemelinger Bahnhofstraße parkte, tickten drei Männer, 25, 40, 48 aus, weil mit ihrem Transporter ausweichen mussten. Sie bepöbelten den Touareg-Fahrer. Am Mittwochabend kam es in der Hemelinger Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen den Insassen eines VW Tiguan und eines Handwerkertransporters. Foto 261 News. Andre van Elten. Als der ausstieg und einen der Kerle aus dem Transporter zog, wurden die brutal. Sie schlugen dem 34-Jährigen mit einer Holzlatte auf den Kopf. Der wehrte sich, zückte ein Messer, verletzte den 48-Jährigen schwer. Not-OP. Der 25-Jährige erlitt leichtere Verletzungen. Auch mehrere Personen aus einem Wettbüro in der Straße mischten sich in die Rauferei ein. Die Polizei stoppte die Attacken. Warum ist der Streit so eskaliert? Die Ermittlungen laufen, die Polizei fotografiert den Tatort. Foto 261 News. Andre van Elten. Mehr News aus Bremen und Umzu auf bremen.bild.de, Facebook und Twitter. Teilen Twitter und teilen auf Google Plus per WhatsApp, verschicken per Mail, versenden.